Schiene. Eine halbe Stunde später haben wir die ganze Umleitung noch einmal gefahren, also eine Scheiße. Und jetzt war ich da hinter so einem dämlichen englischen Bus hinterher. Der ist 20 gefahren. Da könntest du rausspringen. Da wird einfach keine Umleitung anbeschildert, nichts. Da wird einfach die Autobahn gesperrt und dann sucht ihr es. Sucht ihr es in dieser depperten, schmalen Ortschaft, wie es wieder rauskommt. Ich bin da schon ein paar Mal gefahren, aber jetzt war die Auffahrt. Was ist denn mit deinem scheiß LKW los? Wo ist gleich da? Und dann piepst du los. Jetzt ist mir aufgefallen. War die der Wegpfeiler Richtung Ventimiglia und wieder Richtung Alexandria war beschildert. Ja, fahren wir da rüber und dann hat natürlich die Auffahrt auf Alexandria gesperrt. Nicht? Das kann man nicht runter an der Kreuzung beschildern. Nein, da muss man wieder eine halbe Stunde Umleitung fahren. Also Umweg, weil Umleitung ist keine Beschilderung. Voll Trottel, ey. Nein. Sowas Bescheuertes. So wie der letzte Scheiß da. Das letzte Mal bin ich von oben gekommen, da war auch gesperrt. Bin ich auch da reingefahren, ne? Dann bin ich wenigstens drüben wieder raufgefahren, ne? Nach Savona. Richtung Süden, nach Richtung Ventimiglia. Aber da jetzt, ey. Ach, sowas deppert, ey. Nein. Weglaufen. Halbe Stunde hat mir das wieder gut gekostet. Wegen nichts. Wenn jetzt deppert sind oder zu faul sind, dass einfach da die zwei Schilder abkleben und die Umleitung einfach nach da Richtung gehen wir weiter. Nein, das geht einfach nicht. Ich kann das selber suchen, den Scheiß. Ach. Da kriegst du einen Morgenschmier, ich voll lauter Ärger. Die Sachen passieren nur, wenn ich es richtig geschissen traurig habe. Wenn ich Zeit habe ohne Ende, passiert sowas nicht. Aber wenn es eilig ist, da ist immer irgendwo in Deutschland der Deppel. Die Bundesstraße einfach gesperrt, ohne Umleitung. Oder da ist jetzt die Autobahn gesperrt. Einfach so. Ja, fickt euch, sucht euch selber. Jetzt was gelernt. Ja. Am Tag kannst du nicht fahren, weil es ja Stau ist. Und in der Nacht wird einfach die Autobahn gesperrt. Witzig. Nach 3 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt. Wir fahren nicht wieder zurück da. Das Navi ist ja auch zum Wickerscheißen da rein. Wo ist übers Internet und dann kennst du es nicht einmal, ob das gesperrt ist. Danke, du Klumpert. Jetzt müssen wir da hinten und dann auf der anderen Seite laufen. Ja, aber das hätte man irgendwo beschildert auch können. Ne? Angeschrieben, dass die Ausfahrt Genua Flughafen gesperrt war. Ja, aber dass die Umleitung da weitergeht, hinter Genua und dann erst drauf. Nach 2,2 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt. Ja, das geht nicht. Dann 60 ist Gott sei Dank durchgestrichen. Ich muss Vollgas weiterfahren. Nach 1,6 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt. Halt einfach schmal, ha? Bitte halt einfach schmal, du Scheißkastel. Ah, das war angeschrieben. Genua, ja, Port gesperrt, das war angeschrieben. Aber dass man da nicht drauf fahren kann auf Alexandria, war nicht angeschrieben. Aber da fahren dann Richtung Tortona auf. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt, dann fahren Sie durch die Mautstelle. Jetzt habe ich die gerade abgeschaltet, das gibt's nicht. Was ist mit dem Deppern Kastel los? Ha? Dann ist es sein, dass du wegen dem Arsch gehst. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann fahren Sie durch die Maut. Gusch. Moderaler wieder zittern. Nein, keine Zeit mehr für den Scheiß. Richtig Kette, so schaut's aus. Da schickst du mir eine halbe Stunde in Gras, das deppert. Jetzt sind wir
Minuten Zeit lassen, das sicher nicht. Über die Brücke da, ja? Rein in die Sternennacht. Sehr cool, ha? Da ist leider wieder so ein Lärmplatz anführt, dass man nichts sieht. Das ist einfach nur ein Sichtschutz, dass man die Hosen nicht voll hat. Da kann man jetzt wieder rausschauen. Schon. Da geht's ganz Jobi. Hallo! Ciao, meine, ciao! Bis am Freitag! Da ist ein Fisch. Braten den Fisch. Und der Zweiter, am ehesten zeitig. Oh, vielleicht die nächste Umleitung, oder? Oder Sperrung. Seid so lieb. Da hat sie wieder Spur auf Schiene. Stunde später. Sehr Drecksler. So eine Kacke. Sorry, aber das musste jetzt alles raus, weil da sowas deppert. Ne? Immer was für unter Zeitdruck bist du. Passiert natürlich sowas. Ne? Nein, vor vier jetzt, falls es zusammen ist, trotzdem. Da könnte er nichts überholen. Das hört der nicht aus. Da muss er draußen fahren. Trotzdem nicht fahren. Ein Franzos. Muss ich den anderen PKW wieder aufhalten da. Schleichfahrt. So, der Spanier ist geladen oder was? Warum? Gibt der kein Gas. Ah, super. Da weiß ich auch, wo der Fischgeruch hergibt. Dann läuft das Fischwasser wieder hinten raus. Na super, Kacke. Ja, die Italiener schauen, dass ihre Baufirma nicht pleite ging. Die machen dort ständig Baustelle. Echt? In Österreich. Sollen sie auch nicht keinen Kurs gehen, die Baufirma nicht gewischt. Dann baut der Staat jetzt nicht extra noch was Neues. Milano. Da vorne rechts, ich glaube Piacenza, Brescia. Eine Brescia, wenn ich mich dann zu der Alphastar hinstellen, fertig. Wenn ich überhaupt noch zwei komme, dann wird der Kaktor eh. Ich glaube, das geht hier schon nicht mehr. Der Chef kann sich das anschminken damit.
nächste Woche am Montag in Figg aufladen, wie soll denn das gehen? Gibt's nie, das geht nie. Never, ever. Sagen wir 55. 6, gehen wir um 5 am Abend wieder weiterfahren. 7, 8 in Latisana. Auch recht.
Vicenza machen wir jetzt, oder? Vicenza. Zu fix, bin ich komplett blöd. War das jetzt Vicenza? Dann sehe ich ja. Piacenza, sag ich ja. Sechshundertdreiundneunzig Kilometer in 8,5 Stunden. 700, ne, geht doch. Drücke mal 11er rein heute. Ja. Eins. Den zweiten Dreh, den machen wir dann am Abend. Na na, gute Nacht. Da hinten steht er. Es hat 32 Grad, ein starker Wind. Ach bitte, das stimmt. Gehen wir duschen. Keine Dusche, scheiße. Ja, dann fahren wir dann nach Lapisana. Alles gut, kann heute eh nicht mehr laden. Ich fahre mal ein bisschen Artisaner zu meinen Kollegen. Da darf ich auch duschen gehen. Morgen früh dann laden. Und dann die Firma umsatteln und wieder runter. Da werden wir wieder bis daher kommen ungefähr. Brescia, bis bei Piacenza wird sich nicht ausgenommen, Brescia. Alles cool. Warten wir halt noch die 50 Minuten. Oh, bitte, es hat 32 Grad und es ist voll stark bewölkt. Das war ja zum Sterben. Schnell rein in die Klimaanlage. Die läuft. Wenigstens die läuft. Oh. Sehr gut. Wenn ich daran denke, dass ich vor fast 30 Jahren mit einer schmalen, niedrigen Kabine gefahren bin, bei Italien, keine Klimaanlage, keinen Tempomat. Das Wichtigste, was wir nicht gehabt haben, war eine Außentemperaturanzeige. Da haben wir wenigstens nicht an jeden sagen können, aber bitte, wir haben 40 Grad und der Klimawandel bringt uns um. Alter, ja, da war nichts mit der Klimaanlage schlafen. Da war nichts im Stand, das Auto laufen lassen wegen Klima. Nix, da ist es einfach heiß gewesen. Ganz doof und fertig. Ich gehabt. Andererseits haben wir nicht so viel geschlafen, wir sind nicht mehr gefahren. Aber ja, es hat schon Zeiten. Keine Standheizung habe ich gehabt. Ja, bitte, ich bin mit der kurzen Hosen da Anfang Mai in Italien da rumgelaufen und dann bin ich rauf, habe auf der Tauernalm, auf der A10 die Nacht verbracht und dann früh war 20 cm Schnee. Ja, super, aber keine Standheizung, gell? Weil da habe ich meistens so eine Leitzugmaschine bekommen im Winter.
So cool. Den König der Löwen bin ich da mal gefahren mit 600 PS, 10 Zylinder. Das war ein Gerät, ja. Dann wollte mir mein Chef aber nicht kaufen, er hat gesagt, der braucht 70 Liter auf 100 Kilometer, das ist ein Wahnsinn, das geht nicht, gehört. Sag ich, der marschiert so super. Ja, nicht gut. Und jetzt da jeden Tag ein neues Foto, es hat 32 Grad, es hat 36 Grad, es hat 14 Grad. Ja, und es hat früher auch immer gehabt, mein Gott, ich nehme, ich weiß nicht, Sommergewitter hat es auch gegeben, Hagel hat es auch gegeben, ja, nicht. Wo ist es momentan so eine Katastrophe, wo ist es so angstvoll, wo ist es so menschengemacht, das ist auch. Das ist sehr gut für die Erde, wenn die Menschheit vernichtet wird. Ja. Das Beste, was die Erde passieren kann. Die Volltrottel unterwegs sind. Mein Gott. Nehmen wir uns so wichtig da. Bin ich schon in den Ärgern drin. Ja, das ärgert mich jetzt, weil ich nicht duschen habe können. Hat ja genau die Zeit getimed. Naja. Oft hast du dich. So, ausgejammert. So. Fertig mit der Pause. Kurz vor drei. 35 Grad, nein, in der Sonne, gell? Sonne, gut, es ist stark bewölkt. Aber wir fahren jetzt noch, ja, 314 Kilometer. Dann war es das eh schon für heute. Achso, 2 Minuten haben wir noch. Ich hab mal fast die Pause zu früh unterbrochen. Und ich hier ein bisschen wie ein Trottel, das hilft nichts. Vor lauter Freude, ja, da ist zum Wirten gehen, der glatte Sahne, zu meinen Kollegen. Zu Sepp und zu der Karin. War ja schon losgefahren. Ah, weißt, ich habe gerade geschrieben, du, Ankunft 19 Uhr. Und der Gerd wäre schon weggefahren. Die Minute müssen wir jetzt schon noch warten, da, Jeffix. Piacenza, Latisana. Wenn man keinen Stau hast. Da vorne wieder bei Venedig. Oder am Gardasee. Egal. Wollte da duschen gehen. Nichts mit duschen, gell? Ich hab auch gefragt. Dolce. Niente. Aber nun geht's los. 9 Stunden, 1 Minute. Ah, wenn du die Fenster aufmachst, da kommt der Föhnluft rein, heiße. Boah. Und die Grillen zirpen. Oh, ich liebe das, das wird mir den ganzen Winter wieder umgehen. Es hat zwar 5, 36 Grad, aber es mir wurscht. Ich stehe auf das. Das ist einfach geil. Der Sound, der Geruch, das ist lässig. Jetzt muss ich merken, die nächste Raststätte hat wieder an, weil letztes Mal war ich der nächsten. Da war es, Ferrari. Da fahren wir nächste Woche hin, Richtung Portugal. Nicht ganz nach Portugal, aber nach Figo. Vigo, Vigo. Gut, dass der Wind ein bisschen geht, weil sonst er ist jetzt am Sterben da heute. Ha, da hinten ist ein Parkersee, geh schlecht. Ein Tag am Meer optimal. Das geht sich hinterfahren wieder nicht aus. Der hat deppert nur arbeiten, verscheißt die ganze Freizeit. Da hinten sind lauter Strohballen. Gut, dass ich die nicht heimfahren muss.
Das staubt noch mehr wie halb ein. Kommt dann wieder bei uns in einem Monat. Stroh. Zuerst Heu, dann Stroh und dann wieder Silobein. Und schon ist das Wirtschaftsjahr wieder vorbei. Der Bauer schafft die Basis. Ah, ich beneide meine Freunde da in Latisandre. Da sieht man die Karte, die sind in der Pension. Haben keinen Stress. Echt cool. Ey. Die genießen das jetzt noch die paar Jahre. Super. Im Süden, das ist die richtige Entscheidung, echt. Ja, es ist heiß, aber wir haben ein kleines Häuschen, da ist schön kühl. Voll super. Und wenn sie die Schnauze voll haben, sitzen sie sich in den Campingbus und fliegen wieder um die Welt. Alles richtig gemacht. Vielleicht zu viel gearbeitet, die Lieben. Ja, die haben einfach zu viel gearbeitet. Die haben eine Bäckerei gehabt. Die haben sich so richtig ausgebracht, aber naja. Dann sollen sie schön lange gesund bleiben, damit sie das genießen können. Und ich besuche sie ab und zu, dass sie noch ein paar graue Haare mehr bekommen. Der Donner, der Trottel. Ah, eine lange Freundschaft da. Früher sind wir am selben Steg gestanden, an der Donau, mit den Booten. Ja, der war der Einzige, der was immer rausgefahren ist, auch mit mir. Das andere war nicht mehr so Hausboote. Aber wir haben Sportboote, die gerade bewegt. Wasserski fahren, Ring ziehen, im Altdamm reinzuschwimmen. War ja schon eine schöne Zeit. War echt so gut. Donau erkundet. Bis an die slowakische Grenze und rauf bis fast auf Passau. War echt eine super Zeit. Und dann das nächste Boot gekauft, eine Kajüte, der Wasche war nicht mehr so super. Mit dem RIP habe ich das Ganze, die ganze Adria erkundet, von der montenegrinischen Grenze bis rauf noch zur slowenischen Grenze, bin ich alles abgefahren, außer um diesen Park rum, da war ich vom Park Nord bis Park Süd, so bis Zara fast, bin ich nicht gekommen, aber da Kanaten alles. Die sechs Inseln vor Dubrovnik, also nach Dubrovnik. Cool. Lastovo, meine Lieblingsinsel, war es auch toll. Und mein Kollege sein Haus hat. Na, schon eine schöne Zeit. Aber jetzt hätte ich eh keine Zeit, jetzt habe ich alle Boote weg, Wohnmobile weg, kein Geld. So ist die Zeit, Größe hilft nichts. Alles wird teurer. Der Pöbel soll sich nichts mehr leisten können. Der soll einfach mal hoch. Aber die haben Pech gehabt. Mir gefällt das mal hoch auch ganz gut. Haha. Das Wichser. Entschuldigung, sagt man nicht. Selbstbefriedigungsamateure. Und mein Chef hat meinen Termin auf Dienstag zurückgeschoben. Ich muss nicht am Vigo am Montag ablanzen, am Dienstag erst. Also wir sind wieder im grünen Bereich. Heute Nacht waren wir noch im roten Bereich, weil noch der Pist und Depper, das geht sich nie aus. Aber haben wir wieder einen Tag gerettet. Sehr gut, das heißt, wir werden das Wochenende in die Pyrenäen verbringen irgendwo. Schauen wir, wenn ich komme. Die erste Tour war nach Montpellier die Woche, ja. Und mit dem zweiten Stint kann man fast runter bis nach Spanien. Keine Scheiße. Ja, Kilometer fressen. Das muss. Oh ja. So, jetzt müssen wir den Flug noch. Die Sonne blendet nicht so stark, es ist zwar heiß, aber mit der Klima ist zum Aushalten. Oh, da muss ich dann den Stroh schon verladen. Ja. Okay, wir fliegen durch die Kurve. Ja.
rauf nach Brescia und dann nach Osten bis zu unserem Meeting Point. So, jetzt kommen wir nach Brescia. Momentan läuft es noch gut. Da ist jetzt gerade ein italienischer Bomber runtergeflogen. Das ist ein Militärbomber. Das war kein filigraner Jet, das war ein richtiger Bomber. Hat eine Schleife gezogen. Ich habe leider zu spät meine Kamera gezückt. Militärgerät ist jetzt hier nicht so interessant. Sachen um Sachen zu töten ist nicht so das, was mich hypt. Stahlwerk, von dem ich geredet habe. Da drüben kann man sich vorne hinstellen. Es sind auch ein paar Bäume mit Schatten am Anfang. Es ist zwar noch ein weiter zu gehen, aber ist nichts. Der Franzose hat noch ein altes Kennzeichen, was ist denn vorher mit dir los? So lange gibt es den Kennzeichen noch gar nicht. Stunden bis Venedig, ohne Stau normal. Fresse Orgie.
1200 Kilometer sind wir gefahren. Gratis Bitpool. Geiler Scherz. Wobei ich den Mittwoch fast verschlafen habe. Bis jetzt noch wieder. Da ist wieder meine Spedition dran. Die muss ich mal googeln, oder? Wie es da ausschaut. Der Herr Cool aus Norwegen. Haar cool. Das auch mit den Kugeln drauf. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Haar cool. Er hat voll die coole Scania. Das ist mal 2-Achsen, aber sonst bin ich viel zu Hause vor dem 3-Achsen. Arendal in Norwegen. Ja, ich möchte einfach mit. Das wäre dann ein 6,50er Scania. Ne? Kannst du nichts sagen. Ne? Du verdienst ist in Norwegen sicher auch besser, so wie in der Schweiz wahrscheinlich. Gas geben, hä? Spezi. Na? Ja, bitte. Zieh da. Ja, so, ne? Ja. Ich mit einem Audi mal langsamer, wie wieder so ein LKW. Peinlicher Scheiß. Da geht's zum bewachten Parkplatz. In Italien ist meine Wahl immer Restaurante. Es gibt so viele mit LKW-Parkplatz. Es gibt auch so arge Kulturrestaurants. Fahren erleichtert habe. Das ist auch keine feine englische Art, oder? Jetzt ist er doch drauf gekommen. Es ist ja klar, dass du 94 fahren kannst mit dem Fahrzeug, wie jede Trainer. Vielleicht sogar 100. Aber wenn ich dir schon das Auffahren ganz einfach mache, dass du keine Bedrängnis hast, naja, jetzt überholt er ihn. Drin, wenn er vor der Fähr kam. Muss ich sagen.
Gas und Wasser geben. Da quält sich jetzt aber beinahe, kann jetzt nicht hinter mir nachfahren mit den halben Kmh langsam. Ah, schneller, das geht nicht. Und das geht einfach nicht. Und wenn natürlich da mehr Pkw-Verkehr ist, kommt dadurch so richtig der Stau zustande. Der Litwinski da vorne, der fährt auch so 1 kmh langsam wie ich. Junge, ja, ist eh schon wieder weiter weg, schaust. Ist ja passbar, überholen oder? Den muss ich nicht überholen, weil ein halbes kmh, was das dauert ewig. Nein. Hier kann man ein Zipfel. Was ist da durch? Aus der Türkei, hä? Ja, jetzt schießt er vorbei. Jetzt ist er auf Spiegelhöhe. Jetzt ist er noch auf Spiegelhöhe. Jetzt ist er 10 cm nach Spiegelhöhe. Ist das wichtig, hä? Jetzt geht's da vorne bergauf. Dann überhole ich ihn wieder rechts. Ganz bestimmt. Ja, jetzt kommt er schon vor. Er kommt ins Bild und schießt vorbei. Da vorne kommt der Berg. Oh je, das wird jetzt interessant. Der Hakul mit seinen 650er, der schießt drüber. Der Litwinski wird auch nicht langsamer. Ah nein, da haben wir einen Sondertransport, dass der Glück gehabt. Da hat er jetzt ein Glück gehabt. Besser bleibt rechts, weil der will jetzt da einbrechen bergauf. Ah, von hier kommt mir 84, 83. 84. Bleib mal hinter ihr, mein Freund, probiert es da gleich wieder. Mein Gott, geht den bergauf. Wichtig, schiebt es nicht runter. Naja, so lustig, fahren wir weiter. Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, fährt genau halbes kmh langsam wie ich. Aber ich werde ihn einfach nicht überholen, weil das passt schon. Was muss ich bei dem Verkehr jetzt die anderen noch aufhalten? Also bin ich schon froh, wenn es nicht startet. Autogrill. Ja, die Wolken haben sich immer mehr aufgelöst, sind verdunstet. Es ist trotzdem schwül. Es sind 35 Grad. Boah. Angenehm. Angenehm. Angenehm für das erste Bier dann. Schöner Berg.
Schönberg. Die ganze Formel 1 Strecke. Türken sind so interessant. Da fährt er mit 75 dahin, dann werden sie überholt. Oder jetzt fährt er schon 85, 88. Wird schon immer schneller. Gell? Jetzt kann er sich wieder einreihen, der Kollege. Weil er drinnen ist, werden wir schon mal sehen, wie langsam das wieder wird, der Türke davon. Denen macht das richtig Spaß. Jetzt haben wir noch 88. Wächst der Lebenssaft. Wein, Wein. Vino. Das klingt auf Italienisch schon gleich viel besser, gell? Nicht Wein wie weinen oder traurig, sondern Vino. Ah, Vino. Weich, Vino, sanft. Vino, fein. Und das deppert, was? Schau. Wieder langsam, jetzt fahre ich nur mehr 81. Ah, jetzt muss er auch raus, alles klar. Dann reißt du mal von einem anderen Kollegen raus. Mit der türkischen Speditionskunst ist nicht so weit her. Links und rechts der Wein. Voll cool. Jetzt möchte ich da nochmal auf Sizilien fahren oder auf Tarent. Da brennt die sich. Chef, hallo, hörst du mich? Okay. Nächste Woche, Fico. Die Woche noch starten. Aufgabe genug. Ja, der fährt genau ein halbes km/h langsamer wie ich. Ich komme immer näher, gell. Aber was soll ich da jetzt überholen? Bis ich da vorbei bin, habe ich 30 Gelbkörper hinter mir, die verärgert sind. Sei mal nicht böse, das ist eh nur 80er Lappen mal. Würde ich jetzt 2 km/h schneller fahren, ja, dann würde ich überholen. Da kriege auch niemand im Weg, weil das machen alle anderen auch. Aber, ja. Nicht mehr Scharen, weil es ist ja
tief hinuntergraben müssen. Normalerweise muss ich das gar mit Schuh fahren. Nur 3 Flugscharen. Ziemlich tief gegraben, gewendet. Abgestellt und fertig. Da ist auch mal noch passiert, dass so ein Eselgespann auf der Autobahn gelaufen ist, ja, weil es kürzer war wie über die Feldwege. Schöner zu fahren. Interessante Sachen sind da geschehen. Ja. Das geht jetzt natürlich alles nicht. Wahnsinn. Aber naja. Schade um diese Zeit. Betrieb ausbauen, der Bau im Süden. Ich weiß nicht, wo das Wasser herkriegt. Das ist Früchte, die brauchen viel Wasser. Kann nur an einen Betrieb liefern oder an Konzerne. Selbstvermarkten ist da unten eine Katastrophe. Schön in die Abhängigkeit zwingen. So funktioniert das heute. Früher hat er Pfirsich gepflückt und hat sich auf die Straße gestellt. Kauf jetzt noch meine Pfirsich. Da gibt es keine Fehler. Aber nein, das System bei uns ist anders. Was weiß man, so alles kommt, wenn man da so spazieren fährt. Wenn man seinem Geist noch Zeit gibt zum Nachdenken. Das hat man früher erfahren und die Inputs vergleicht, das mit dem Reisen, das bildet, das stimmt auf jeden Fall. Das würde ich unterschreiben. Früher haben wir Kassetten gekauft und nebenbei die Sprachen gelernt, da in die Länder gefahren bin. Nicht mehr, weil es redet sehr Englisch. Die, die nicht Englisch lernen, reden, sind eh Arschlöcher. Und mein Verständnis geht dahin so weit, wenn ich jetzt in ein anderes Land fahre, muss ich meine spezifischen Sachen wenigstens in der Landessprache ausdrücken können. Also ich muss wissen, wo ich mich um Verpflegung umschauen kann, wo ich für mich so eine Tiereinrichtung finde, wo ich für mich Parkplätze finde, was es heißt, beladen, entladen, Liefertermine, dass ich mir das alles ausmachen kann. Die Vorschriften, so halb ich verstehe, das ist mein Bezug zu meiner Arbeit. Also das muss ich in der Landessprache verstehen. Ja, wenn man halt auf Norwegen kommt, wird das halt ein bisschen schwierig. Und man kann ja alles googeln. Yeah, that's the boy.
fast schon überholt, he? Von lauter Schwafeln. Und draufsteht, das ist jetzt schon lustig. Geiler Scheiß. Das wird bei uns alles mit Lack bearbeitet schon vorher. Rostschutzfarbe, dann noch eine Farbe drauf. Alles ist gut. Hey Spezi, lass mich auch leben. He? Gib mir auch ein bisschen am Platz. Und fliegen wir weiter. Meeting. Das ist eine schöne italienische Ranch. Ist da ziemlich an der Autobahn, aber voll cool. He? So früher war die Scheiß hinten auch weggefällt. So was wäre was hier. Natürlich nicht an der Autobahn. Weil es auf zwei Spuren zustande geht, nicht? Von 3 auf 2. Da muss man ja rechts und links vorbeifahren, die super Kollegen. Nicht? Und genau wegen dem Stau zu nahe, das werde ich nie verstehen. Das ist einfach unbelievable. Unbelievable. Jetzt habe ich noch 36 Kilometer bis zur Ausfahrt. Die Timing passt genau, jetzt ist 10 nach 6. 6 macht der Wirt auf. Ich werde schon einmal vorm Schlafen gehen zum Frühstück. In der Früh beim Schlafen gehen habe ich ein Müsli gegessen. Und jetzt den ganzen Tag nichts, also die ganze Nacht nichts eigentlich, weil ich den ganzen Tag geschlafen habe. Ich habe 6 Stunden geschlafen bis Mittag. Unterwegs bin da ein bisschen in der Hitze. Da bin ich jetzt rübergefahren. Ja, knapp 4 Stunden. Knapp 4 Stunden Fahrzeit drüber gewesen. Von Piacenza. Jetzt habe ich schon einen Hunger da. Die Erde wieder weiter unten. Auf der drüberen Poseite, auf der südlichen Poseite, ist schon ziemlich. Und da haben wir halt viel. Da haben wir auch viel Gießen mit Wasser. Das ist jetzt, wenn wir nicht langsam oder was, bitte nicht. Lass uns einfach durchfahren durch die zwei Spuren.
Lasst uns einfach durchfliegen. Ah, jetzt haben wir gerade 60. Nein, okay. Ich mag was essen. Ich mag was trinken. Hier startet ein bisschen, aber es war bei mir jetzt auch von anderer Seite. Sechs Kilometer noch bis zur Abfahrt. Mein Gott, da werden wir schon nicht durchkommen. Jetzt ist eh gleich die zwei Sprünge vorbei. Da ist es ja schon das Ende. Latisana, 6 Kilometer, da steht schon. Vide il benessere di Pippione. Das Leben, was das benessere, keine Ahnung. So muss ich mit ihm wieder, meine Freunde, die haben sie wieder rechts vorbeigeschlichen da, wo man sich schon lange einreihen könnte. Ja, und jetzt fahren sie wieder 84 Kilometer hin. Sei jetzt ein bisschen. Das wird sich auch nicht ändern. Fahren wir einfach hinterher, oder? Das war richtig grün noch, das ist echt cool. Es ist ziemlich viel geregnet da. Muss ich auch immer wegen der Türe jammern hier. Überall wächst grünes Gras, etwas frisches Gras. Ich habe sie noch nicht einmal gesehen, aber die ganze Zeit ist der Geschmack schon da. Spaghetti Vongole, Spaghetti Vongole. Aber ich freue mich auch schon viel, viel mehr auf das gemütliche Zusammensitzen. Nach 2 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt. Ich fahre am 7 weg, die Strecke vor. Ja, da drüben ist ein Bambuswald am Ufer. Ist das cool? Ja. Das wollte ich immer haben. Zu Hause ist es nicht ausgegangen. Habe ich auf der Insel Meiner mal gesehen. Am Bambuswald, das ist dann nur die Stämme, die Bambusstänge. Und oben vor ein paar so Pflanzen raushängen. Voll geil. Gefällt mir. Sind sie mir aufgefallen, zuerst mal. Da habe ich immer gesagt, ich will auch so einen Bambuswald. Ah, in Kroatien, in Opatija. Nach 800 Metern nehmen sie die Ausfahrt. Sind auch ein paar so dicke Bambusbäume schon, genau, da habe ich auch wirklich gesehen schon. Wo die österreichische High Society Urlaub gemacht hat. Nehmen sie die Ausfahrt. Ja, nehmen wir.
Nimm mal die Ausfahrt. Schau mal gleich runter die Straße. Da müsste man wissen, wie wir unten sind. Das ist die Straße, was da rauskommt. Ja. Sieht man nicht bis runter. Ja, ja, es ist so gefährlich. Da muss gleich sofort ein Notbremssystem einbauen. Nimm die Kurve im Schnitt weg. Es vermittelt einen flotten Lebensstil. Nach einem Kilometer fahren Sie durch die Mautstelle. Die schönste Mautstelle Italiens, finde ich. Sie schaut aus wie eine aufgeklappte Muschel da. So schön. Nach 500 Metern fahren Sie durch die Mautstelle, dann halten Sie sich rechts. Hier stopft das Maul wieder. Wir wissen nicht, wie wir hinfahren müssen. Du. Na, jetzt müsst ihr marschieren gehen, spazieren gehen auf der Straße. Das würde ich auch machen, ja. Nächste Woche in Figurplan am Dienstag. Ist sie Gott sei Dank der Zeitpunkt verschoben. Das ist eh die Kellnerin, das ist die Nachbarin von Josef. Staubschützer. Dann müssen wir das Auto wieder ein bisschen aufheben, weil da sind ein paar so seichte Regenpfützen. Wasser lockern, wo so ein Dorf gleich mal das Ganze verschwinden kann. Hey, der Moser steht auch da, Der Georg, den kenne ich glaube ich noch nicht. 100% Österreicher. Naja, wenn du der Steirer bist, bist du aber kein 100%iger Österreicher, du bist der Steirer, Alter. So wie was sie nach dem Ersten Weltkrieg gesagt haben, die Russen da, die Gefangenenlager, der Krieg jetzt ist, gibt es keine Österreicher mehr, die sind alle ausgeschickt. Es gibt nur Steirer, Tiroler, Kreiner, Polen, Kroaten, Ungarn, Magyaren, aber es gibt keine Österreicher mehr. Hey, ist der für coole Malerei drauf da, oder? Für die Fretschi Tricolore, oder? Bin ich eher ein Fan von der. Ja. Die Räder schön durchgehen, ha? Da kein Gewicht drauf ist, da schießt dahinter. Na,
Ohne Gewicht will ich überhaupt nicht einschlagen. Da kommt da gar nichts. Da läuft jede Spur noch. Ja, weißt schon. Das sind nur Wiesen, keine Steine, oder? Alles gut. Tada! Italia, Iberta, pa-pa-pa-pa. Italia. Das ist ja wieder nicht Italien, Italien, das ist ja Friaul. Und da leben die Friaulianer. Und die reden Friaulanisch. Und da habe ich das letzte Mal bis Wochenende da war schon Friaulianisch gelernt. Friaulianisch. Ja, die sagen nicht Salve oder Ciao, Buongiorno, die sagen Bondi. Ja, wir laufen drüber hin. Und dann gehst du da spazieren am Fluss und grüßt alle mit Bondi. Dann reden die Frau Jaulianisch mit dir und du verstehst kein Wort. Und mein Kollege, der Sepp, pisst sich fast an vor lauter Lachen. Naja. Spaß muss sein, wir sind angekommen. Auf geht's. Buchhaltung. Viel Spaß noch, gute Nacht. Wo die Elite parkt, nicht? Ah, gehen wir im Schatten rüber. Sehr klar.